Was ist, wenn in dieser Stadt weiterhin gesündigt wird? Hemmungslos, pausenlos, schamlos. Oh Mann, habe ich dort wieder zu viel fressen. Ihr kennt diese Leute. Sie arbeiten systematisch daran, uns und unseren Glauben zu zerstören. Boah, Guantanamo in Würzburg, dass ich das noch erlebt habe. Geht hin und bestraft diese Sünder, so wie es von Gott gewollt ist. Ja, aber dann hat der Täter ihr noch das Knick gebrochen. Das sieht man da an der Überdehnung am Hals. Na, da wird's dann aber ganz genau wissen, oder? Ach du Scheiße! Wir haben nix. Wir haben gar nichts. Wir haben 5 Morde in 14 Tagen. Und keinerlei Hinweise. Keiner hat was gehört, keiner hat was gesehen. Könntest du dir vorstellen, dich mit dem Axel mal... Nee. Mit Axel, hör mal auf, ey. Den kann ich jetzt genauso gut brauchen wie ein Herzinfarkt. Ihr müsst die zwei so lang bequatschen und einen Honig um den Maul schmieren, bis die sich wieder zusammenraffen tun. Hör mal, Alter, willst du mit Rodo-Wurst oder was? Was meinst? Wie lang dauert's noch? Oh, Wichser. Nimmer lang. Tja, in Würzburg gibt's halt doch mehr zu erleben als nur Brückenshoppen und Residenz, ne? Strudel jetzt.